In diesem Video erkläre ich einige wichtige Grundlagen zur elektrokonvulsiven Therapie oder kurz EKT. Die elektrokonvulsive Therapie wird manchmal auch Elektrokrampftherapie genannt, weil es darum geht, einen Krampf auszulösen. Und Konvulsion ist einfach ein anderes Wort dafür. Eine Konvulsion ist ein mit schüttelnden oder zuckenden Bewegungen eines Gliedes oder des ganzen Körpers einhergehender Krampf. Und rechts auf dem Foto sieht man ein Bild, wie das früher ausgesehen hat. Wie kann man jetzt aber darauf, Patienten Elektroschocks ins Gehirn zu geben? Es war tatsächlich so, dass der Fokus weniger auf der Methode lag, als auf dem Ziel, nämlich Krämpfe auszulösen. Der ungarische Arzt Ladislas Meduna hatte aufgrund klinischer Beobachtungen an Patienten und neuropathologischer Befunde in den 1920er Jahren eine gegensinnige Wirkungsweise zwischen Schizophrenie und Epilepsie angenommen und deswegen Tierversuche mit Kampfer durchgeführt. Kampfer kommt im ätherischen Öl des Kampferbaums vor, wird heute aber meist synthetisch hergestellt. Er hat durchblutungsfördernde und schmerzlindernde Eigenschaften und wird unter anderem zur äußerlichen Behandlung von Erkältungskrankheiten sowie bei Muskel-, Glieder-, Gelenkschmerzen angewandt. Und heutzutage ist bekannt, dass Kampfer nicht eingenommen werden soll und generell auch nicht bei Säuglingen oder Kleinkindern eingesetzt werden soll. Aus der Literatur sind auch zahlreiche Vergiftungsfälle bekannt. Zu den Zeichen einer Überdosierung gehört Brennen im Mundraum, Schwindel, Erbrechen, Schmerz, Koma und Atemlähmung und eben auch Krämpfe. Und wenn man eine Kampfervergiftung hat, kann das tödlich enden. Zu Zeiten von Meduna wurde Kampfer allerdings auch noch in der Naturheilkunde intensiv eingesetzt. So begann auch Meduna in den 1930er Jahren damit, Schizophrenie-Patienten Kampfer zu injizieren und damit Krampfanfälle auszulösen, worauf sich bei einigen die Schizophrenie-Symptomatik tatsächlich spontan besserte. Meduna selbst war aber nicht so 100% überzeugt von den Kampferinjektionen, weil es einerseits oft Nebenwirkungen wie qualvolle Angstzustände und Übelkeit gab, andererseits aber auch die Krampfanfälle nicht immer zuverlässig ausgelöst werden konnten. Und es gab dann einen synthetischen Wirkstoff, der etwas besser verträglich war. Und unter Verwendung von diesem synthetischen Wirkstoff behandelte Meduna über 100 Patienten, von denen etwa die Hälfte eine Besserung der Symptomatik erfuhr, insbesondere diejenigen, die erst kurz zuvor erkrankt waren. Viele psychiatrische Kliniken in Europa und Amerika übernahmen in den folgenden Jahren die pharmakologische Krampftherapie, bis die dann von der EKT abgelöst wurde. Und während in Ungarn Meduna erforschte, wie man mit Krampfanfällen Schizophrenie heilen kann, forschte in Italien der Psychiater und Neurologe Ugo Cialetti daran, welche Rolle der Hippocampus für Epilepsie spielt. Und das Entscheidende, um die Krampfanfälle in seinen Versuchstieren zuverlässig auszulösen, ohne sie dabei zu töten, hatte er die Gabe von elektrischem Strom zur Anfallsauslösung schon relativ gut optimiert. Als er von der Forschung von Meduna hörte, kam Cialetti auf die Idee, dass die Anfälle auch mit Strom zu provozieren wären, ohne dass die Patienten an den Nebenwirkungen der Medikamentengabe leiden müssten. Cialetti stellte auch fest, dass die Schweine auf römischen Schlachthöfen mit Elektrizität nicht getötet, sondern betäubt wurden, was zur Bewusstlosigkeit und zu einem generalisierten epileptischen Anfall führte. Sie versuchten dabei, die Stärke zu bestimmen, ab welcher elektrischer Strom tödlich sein würde. Cialetti war derjenige, der im Jahr 1938 erstmals die Elektroschocktherapie an einem Menschen durchführte, heimlich in einem Hinterzimmer, falls er den Proband versehentlich tötet. Es ist zum Glück alles gut gegangen und auch eine Besserung der Symptome eingetreten. Weitere Patienten folgten und schnell weitete sich die EKT in ganz Italien und in das Ausland aus. Cialetti stellte auch fest, dass die EKT noch besser bei depressiven als bei psychotischen Erkrankungen hilft. Allerdings hatte er selbst starke Bedenken, dass die EKT grausam ist und, weil sie billig und leicht durchführbar war, möglicherweise zu leichtfertig eingesetzt werden würde. Dann kamen aber immer mehr neue, effektive Medikamente auf. Die
kennen wir heute als klassische Neuroleptika und trizyklische Antidepressiva. Und da die eine bessere Akzeptanz in der Gesellschaft fanden, wurden zunehmend diese Medikamente verwendet und weniger häufig EKT. Was da auch noch mit reingespielt hat, war, dass diese Elektrokrampftherapie oft negativ in Filmen dargestellt wurde. Ein bekanntes Beispiel ist der Film Einer flog über das Kuckucksnest und die Antipsychiatriebewegung. Es kam jetzt schon immer wieder durch, dass es darum geht, einen Krampf auszulösen. Und tatsächlich ist der generalisierte Krampfanfall auch das therapeutische Agens der EKT. Und der generalisierte Krampfanfall ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Es ist nämlich nicht der einzelne Anfall selbst, sondern erst die im Verlauf einer Behandlungsserie im Gehirn angestoßenen Veränderungen, die zu einer eigentlichen Besserung der Symptomatik führen. Und während das Grundprinzip für alle Patienten gleich ist, so ist der genaue Ablauf des Anfalls doch recht unterschiedlich. Man muss annehmen, dass generalisierte Krampfanfälle qualitativ und quantitativ sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können, auch wenn sie sich vom äußeren Aspekt her kaum unterscheiden. Die Hypothese, dass das ganze Gehirn homogen und unabhängig vom fokalen Beginn am Anfang teilnimmt, muss wahrscheinlich ersetzt werden durch ein Modell, in dem verschiedene Netzwerke, möglicherweise auch zeitlich sequenziell, in den Anfall einbezogen werden. Es schließt nicht aus, dass manche Strukturen regelmäßig einbezogen werden, zum Beispiel solche, die Bewusstsein und Motorik vermitteln. Es ist nun ganz wichtig zu wissen, wie sich EKT-induzierte Anfälle von spontanen, sekundär generierten Anfällen unterscheiden. Anfälle im Rahmen von EKT werden durch äußere, zeitlich eng begrenzte Stimuli während einer Narkose induziert. Also, äußere Stimuli, zeitlich eng begrenzt und es findet während einer Narkose statt. Es gibt dabei keinen epileptisch aktiven Herd, der im Sinne eines Kindling über einen langen Zeitraum auf das Gehirn einwirkt. Außerdem besteht in der Regel keine genetisch bedingte epileptische Vulnerabilität. Diese und andere Faktoren könnten die Physiologie der Anfallsentstehung und Ausbreitung im Vergleich zum spontanen Anfall durchaus verändern. Zur Anwendung vom EKT. Es werden über mehrere Wochen je 2 bis 3 Einzelbehandlungen durchgeführt, bis eine Remission eintritt oder eine weitere Besserung nicht mehr erwartet wird. Ein hartes allgemeingültiges Kriterium für die Beendigung einer Therapieserie gibt es allerdings nicht. Zwischen den Sitzungen soll mindestens 1 Tag Pause liegen und das Schema kann in Sonderfällen unter Abwägung der erwarteten Wirkung und Nebenwirkung verändert werden. So wird zum Beispiel bei einer lebensbedrohlichen Katatonie manchmal eine höhere Behandlungsfrequenz gewählt und auf der anderen Seite kann es bei Problemen mit dem Gedächtnis dazu kommen, dass der Arzt die Frequenz der Einzelbehandlung reduziert oder diese in schweren Fällen sogar vorübergehend ausgesetzt werden. Der Patient kann vorübergehend verstärkten Schutz oder Unterstützung im Alltag benötigen. Es gibt eine Reihe von vorbereitenden Untersuchungen für eine EKT-Serie nach Feststellung der Indikation. Dazu gehört eine psychiatrische, neurologische und allgemein körperliche Untersuchung, ein Routinelabor, EKG, EEG und eine Vorstellung bei der Anästhesiologie, meist ergänzend eine Bildgebung des Gehirns. Und Objektivierung des antidepressiven Therapieerfolgs kann vor und nach der EKT-Serie eine Depressionsskala vergleichend angewandt werden, sowie Tests auf kognitive Nebenwirkungen. Auf dem Bild sieht man, wie die EKT abläuft. 2 Elektroden werden an die intakte Kopfhaut geklebt und für einige Sekunden wird über diese Elektroden elektrisch stimuliert. Die geschlossenen Augen der abgebildeten Person sollen illustrieren, dass die Person in Narkose liegt. Und was auf dem Bild nicht abgebildet ist, ist der Beißschutz, der noch im Mund wäre. Es gibt auch verschiedene Varianten, wie die Elektroden geklebt werden können, also verschiedene Konfigurationen von Elektroden. Die werden nach ihren Positionen in Bezug auf das Gehirn benannt. Zu den 4 verbreiteten Varianten gehört
rechts unilateral, bitemporal, bifrontal und links anterior, rechts temporal. Die Stromstärke wird während der Stimulation konstant gehalten, zum Beispiel bei 0,9 Ampere, während die Spannung angepasst wird und durch einen Maximalwert von zum Beispiel 450 Volt begrenzt ist. Wegen der primären biologischen Bedeutung der Stromdichte und der Variabilität des Widerstands in diesem Stromkreis wird die Spannung des Stimulus nicht fest vorgegeben, sondern elektronisch so gesteuert, dass die abgegebene Stromstärke einem vorgewählten Wert entspricht und zeitlich konstant bleibt. Die Stromstärke kann durch Erhöhung der elektrischen Spannung so lange gesteigert werden, bis die Stromdichte an einer Stelle im Hirngewebe ausreicht, um einen Anfall zu induzieren. Während der EKT wird dann eine Qualitätskontrolle durchgeführt. Die Krampfaktivität in den EEG-Ableitungen beider Hemisphären als Zeichen für eine ausreichende Generalisierung sollten während des Anfalls gleich stark ausgeprägt sein und mindestens 20 bis 25 Sekunden andauern. Und eine zusätzliche Ausbildung bilateral synchroner Spike-Wave-Komplexe mit einer hohen Amplitude in beiden EEG-Ableitungen, ein möglichst klar abgegrenztes Krampfende mit einer deutlichen postiktalen Suppression der EEG-Aktivität, ein erkennbarer Herzfrequenzanstieg während des Anfalls und eine im Verhältnis zur EEG-Krampfzeit lange motorische Krampfzeit. Sobald eine Mindestdauer überschritten ist, ist eine lange Krampfdauer allerdings kein Qualitätsmerkmal eines Anfalls. Idealerweise kommt es nach 30 bis 90 Sekunden zu einem abrupten Ende der Anfallsaktivität und zu einer vorübergehenden postiktalen Suppression des EEGs. Die Patienten werden in Narkose gesetzt und bekommen Muskelrelaxanz. Und wegen dieser Muskelrelaxierung kann man die motorische Krampfdauer nicht unmittelbar beurteilen. Es gibt zwei verbreitete Möglichkeiten zur Beurteilung. Das erste ist die CAF-Methode, bei der eine Extremität so abgebunden wird, dass kein Muskelrelaxanz übertreten kann und der Krampfanfall an dieser Extremität beobachtbar bleibt. Also wird zum Beispiel der Unterarm abgebunden und dann kann man sehen, dass der Unterarm reagiert auf die Stimulation. Die zweite Variante ist ein Elektromyogramm und das zeigt trotz Relaxierung oft Restaktivität. Direkt nach der Stimulation kommt es dann zu einer Vagotonreaktion zusammen mit einer Bradykardie, die meist nach einigen Sekunden von einer Aktivierung des Sympathikus mit einem deutlichen Puls- und Blutdruckanstieg abgelöst wird. Die Anfallsterminierung erfolgt durch einen aktiven pH-abhängigen GABAergen- oder Adenosinergen-Prozess des Gehirns und nicht passiv aufgrund einer Erschöpfung der Neurotransmitter. Welche Wirkungen hat die EKT nun also? Es gibt vier zentrale Wirkungen: antidepressiv, antipsychotisch, antimanisch und antikonvulsiv. EKT bessert außerdem gestörte motorische Funktionen bei einigen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Die Wirkung auf die unterschiedlichen Symptome ist jedoch unterschiedlich belegt und genutzt. Und die antidepressive Wirkung nimmt eine ganz herausragende Stellung ein. Hier sieht man, für welche Diagnosen EKT angewendet wird. Die größte prospektive Studie ergab eine Remissionsrate von 95% unter den wahnhaft depressiven Patienten. Und diese für psychiatrische Therapien ungewöhnlich hohe Remissionsrate zeigt sich im klinischen Alltag nicht so ausgeprägt, was damit in Verbindung gebracht wird, dass schwerstkranke Patienten oftmals Monate bis Jahre erfolglos medikamentös behandelt werden, bevor eine EKT in Erwägung gezogen wird. Eine Chronifizierung depressiver Symptomatik verringert aber nicht nur die medikamentösen Ansprechraten, sondern auch die der EKT. Zudem erhalten unter Alltagsbedingungen häufig psychiatrisch komorbide Patienten eine EKT,
was ebenfalls zu niedrigeren Remissionsraten führt. Bei Depressionen mit wahnhaften oder psychotischen Symptomen zeigten EKT-Studien durchgängig überlegene Remissionsraten im Vergleich zu nicht-psychotischen Depressionen. Erstaunlich ist, dass als einzige biologisch-psychiatrische Therapieform die EKT nach erfolgreicher Anwendung beendet und durch einen medikamentösen Rückfallschutz ersetzt wird, auch wenn das gegebene Medikament zuvor nicht zu einer Verbesserung geführt hatte und dieses Vorgehen zudem nicht durch Studien belegt ist. Einzelne Studien belegen sogar die Unwirksamkeit eines solchen Vorgehens. Das eigentlich evidente Vorgehen, nämlich die Fortführung der EKT in größeren Abständen über einen längeren Zeitraum, wird kaum, auf jeden Fall aber viel zu wenig in Erwägung gezogen. Und hier spielen vor allem wieder Vorurteile, Stigmatisierungen und falsche Vorstellungen über Patientenwünsche und Ängste, Nebenwirkungen, Kosten und Aufwand eine Rolle. Der Task Force Report der amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft empfiehlt generell, eine Erhaltungs-EKT in Erwägung zu ziehen, wenn Patienten erfolgreich auf eine EKT-Serie angesprochen haben. Als zweite notwendige Bedingung wird entweder der ausdrückliche Patientenwunsch für diese spezifische Therapie oder eine Unverträglichkeit der Erhaltungspharmakotherapie oder ein Nicht-Ansprechen auf die Erhaltungspharmakotherapie genannt. Das zum Hintergrund. Ich nenne jetzt nochmal die Diagnosen, bei denen EKT eingesetzt werden kann. Das ist wahnhafte Depression, depressiver Stupor, schizoaffektive Psychose mit schwerer depressiver Verstimmung, Depression mit drohendem Suizid oder Nahrungsverweigerung und lebensbedrohliche perniziöse Katatonie. Welche gut belegten klinischen Prädiktoren gibt es für ein Ansprechen der EKT bei depressiven Störungen? Dauer der Index-Episode: je kürzer, desto höher das Ansprechen. Die Schwere der Symptomatik: je schwerer, desto höher das Ansprechen. Das Vorliegen einzelner Symptome wie Früherwachen, wahnhafte Symptome, katatone Symptome. Als günstig erwiesen sich ebenfalls hohes Alter, weibliches Geschlecht und als ungünstig ein hoher Neurotizismuswert. Zusätzliche Prädiktoren ergeben sich aus der Behandlung an sich. Dazu gehört bilaterale Behandlung, eine höhere Ladungsmenge und flachere Narkosen. Und diese Faktoren erwiesen sich unabhängig von den zuvor genannten klinischen Prädiktoren als günstig für ein schnelleres oder effektiveres Ansprechen auf EKT. EKT ist wirksam bei Schizophrenie, unabhängig von depressiven oder katatonen Begleitsymptomen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei depressiven Erkrankungen wies Pharmakotherapie bei Schizophrenie jedoch höhere Effektstärken auf als die elektrokonvulsive Behandlung. Während EKT bei Depression mittlerweile als Optima-Ratio betrachtet werden kann, ist sie bei Schizophrenie eher nur Ultima-Ratio. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt von einem Überblick, welche Institute in Deutschland EKT anbieten. Ich habe den Ausschnitt gewählt, weil hier auch einige süddeutsche Krankenhäuser vertreten sind, zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Mannheim, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit, an dem ich auch gearbeitet habe, die bieten EKT an. Hier in Konstanz ist nichts aufgeführt, also bieten die möglicherweise kein EKT an. Insgesamt lässt sich sagen, dass aufgrund der bestehenden Stigmatisierung der EKT es immer noch eine Unterversorgung mit Zentren gibt, die EKT anbieten. Und außerdem gibt es Schwierigkeiten bei der Definition und der Umsetzung von Definitionen der Therapieresistenz bei Depressionen. Wie wir gleich als nächstes sehen werden, ist das aber auch im Ländervergleich sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es gibt hier dieses sehr interessante Paper, das untersucht hat, wie häufig und bei welchen Diagnosen und sonstigen Personenparametern EKT eingesetzt wird. Die Studie ist ein bisschen älter, von 2011, das heißt, seitdem kann sich etwas verändert haben, hat sich bestimmt etwas verändert.
Aber ich denke, die Tendenz ist immer noch gleich. Und dann gucken wir uns mal hier die Statistik an. Der rote Pfeil zeigt auf Deutschland und die Zahlen geben insgesamt wieder, wie häufig EKT angewendet wird pro 10.000 Einwohner in dem Land. Da sind wir in Deutschland bei 0,26 gewesen in der Studie, die hier herangezogen wurde. Die war von 1998. Da hat sich mit Sicherheit etwas geändert, das ist 20 Jahre her. Aber was grundsätzlich ein Problem ist, dass es nicht viele Studien zu dem Thema gibt, die darüber berichten. Und deswegen die Forscher aus diesem Review sich eben auf die vorhandenen Daten stützen mussten. Was aber sofort auffällt, während Deutschland zu den Ländern gehört, bei denen EKT am seltensten verwendet wird pro 10.000 Einwohner, gibt es manche Länder, in denen es viel häufiger verwendet wird, wie zum Beispiel direkt relativ daneben in der Statistik die USA. Oder hier andere Länder, Norwegen ist ziemlich groß mit dabei, auch Dänemark, Schottland, Schweden, England, Belgien. Im Gegensatz dazu sind die Anwendungshäufigkeiten in Hongkong wieder sehr gering. Aber natürlich ist dieses Maß von pro 10.000 Einwohner nicht gerade zuverlässig. Vielleicht unterscheiden sich ja auch die Patientenraten. Also gucken wir uns die nächste Grafik an, in der genau das verglichen wurde. Prozent von EKT-behandelten Patienten unter den Patienten, unter den stationären Patienten. Und hier zeigt der Pfeil auch wieder auf Deutschland. Wieder ist Deutschland relativ niedrig mit 4% EKT-Behandlungen. Groß mit dabei sind Afrika, Asien, Nepal, Türkei auch noch relativ hoch. Und andere Länder, in denen es dann doch wieder sehr niedrig aussieht, ist USA zum Beispiel. Um nochmal einen Überblick über die EKT-Anwendung in Deutschland zu geben. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2008 hat ergeben, dass an 183 von 423 psychiatrischen Kliniken in Deutschland EKT-Behandlungen durchgeführt werden. Das ist also bei ganz knapp der Hälfte, vielleicht kann man eher ein Drittel sagen. Und jährlich werden in Deutschland ungefähr 30.000 EKT-Behandlungen an 2.800 bis 4.000 Menschen durchgeführt. Das entspricht etwa 0,4% aller an Depressionen Erkrankungen und 1% der deshalb stationär Behandelten. Hier ist dargestellt, abhängig vom Land, welche Diagnosen mit EKT behandelt werden. Man sieht, meistens haben die Balken einen großen Blauanteil, also viel Depression. Aber in manchen Ländern, gerade auch hier in Afrika, ist Depression gar nicht in den Balken vertreten. Dafür nimmt Schizophrenie einen großen Anteil ein. Hier andere Länder, in denen oft Schizophrenie mit EKT behandelt wird, Südamerika. Und es geht auf der nächsten Seite weiter. Auch wieder ganz viele Depressionen, aber auch in Spanien ein großer Anteil Schizophrenie. Türkei, Ungarn, Russland scheinbar ausschließlich. Was einerseits an den Studien liegen könnte, aber auch andere Faktoren hat. Tatsächlich ist es so, dass in manchen Ländern gar keine antipsychotischen Medikamente verkauft werden oder zugelassen sind. Und in den Ländern ist dann für die Therapeuten eines der besten Mittel der Wahl die EKT, auch wenn die gar nicht so wirksam ist wie die Medikamente, wie wir vorhin gesehen haben. Was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, das Wissen, wofür EKT gut ist und auch wie es richtig angewendet ist nicht in allen Ländern so gut wie in Deutschland. Hier haben wir super strenge Kriterien, wie muss die Behandlung erfolgen, zum Beispiel unter Narkose. Aber das ist nicht in allen Ländern so. In vielen asiatischen, afrikanischen Ländern, aber auch in manchen europäischen Ländern wird EKT teilweise ohne Narkose durchgeführt.
Insgesamt ändert das natürlich auch die Sicherheit der Therapie. Und wenn EKT dann zusätzlich nicht nur für die Sachen eingesetzt wird, für die es am besten wirkt, sondern auch für andere Sachen, bringt es noch ganz andere Probleme mit sich. Bei uns ist es so, dass der Patient einwilligen muss, dass er diese Behandlung bekommen will. Leider ist das nicht in allen Ländern so. Und wir sind hier am Zahn der Zeit. Die Medizin passt sich recht schnell den Forschungsergebnissen an, auch wenn es sogar hier manchmal noch Verzögerungen gibt. Aber in anderen Ländern ist man scheinbar eher noch auf dem Stand von vor 50 oder 80 Jahren, was die EKT-Behandlung und natürlich auch andere Behandlungen angeht. Kommen wir nun zu einem ganz wichtigen und interessanten Aspekt. Wie wirkt die EKT auf neuronaler Ebene? Dazu gibt es vier dominante Theorien. Das sind die Neurotrophentheorien, die Neurotransmitterhypothesen, die neuroendokrine oder die enzephale Theorie und es gibt außerdem noch Hypothesen zum Effekt der Anfälle auf bestimmte Hirnregionen. Die Laut Neurotrophentheorien können regenerative Vorgänge im Hirngewebe wie neuronale Plastizität, synaptisches Remodeling und Neurogenese für den Effekt verantwortlich sein. Insbesondere therapieresistente Formen der Depression gehen mit Neurotrophendefiziten wie einem reduzierten Hippocampusvolumen einher. Unter EKT konnte eine vermehrte Ausschüttung neurotropher Faktoren, Stimulation der Neurogenese und der axonalen Aussprossung nachgewiesen werden. Neurotransmitterhypothesen gehen in Anlehnung an Ergebnisse der Psychopharmakologie davon aus, dass durch die starke, wiederholte Ausschüttung von Neurotransmittern während des Anfalls Anpassungen auf Rezeptorebene stattfinden, die die Neurotransmission langfristig beeinflussen. Forscher diskutieren in dem Zusammenhang auch eine Verstärkung der monoaminergen und GABAergen Neurotransmission. Gerade die GABAergen Neurotransmission könnte neben der antidepressiven auch andere Wirkungen erklären, insbesondere die antikonvulsive. Die neuroendokrine oder die enzephale Theorie zum Wirkmechanismus der EKT stützt sich auf die in der Depression oft gestörten hypothalamischen Funktionen wie Hunger, Schlaf, Sexualität sowie die Regulation des autonomen Nervensystems und der HPA-Achse. Tatsächlich haben hypothalamisch kontrollierte Hormone wie Cortisol, Schilddrüsen und Sexualhormone psychotrope Effekte. Auch erhöht sich der Blutfluss im Zwischenhirn als Folge der EKT. Die Funktion der dort gelegenen Zentren könnte sich deshalb durch wiederholte generalisierte Anfälle restaurieren. So normalisieren sich die gestörten hypothalamischen Funktionen nach einer erfolgreichen EKT-Serie. Wichtige Frage, welche Komplikationen können auftreten? Da kann man zum einen unterscheiden die Komplikationen während der Behandlungssitzung von denen nach der Behandlungssitzung. Während der Behandlungssitzung kann es zum Beispiel zu Verletzungen in der Mundhöhle kommen, aber dem kann ganz leicht vorgebeugt werden, indem die Patienten einen Beißschutz bekommen. Es kann passieren, dass die Krampfanfälle zu lange anhalten und es kann zu kardiovaskulären Komplikationen unter Narkose kommen. Aber das ist möglicherweise seltener als bei einer hochdosierten antidepressiven Pharmakotherapie. Insgesamt treten diese Vorkommnisse während einer Behandlung sehr selten auf. Nach der Behandlungssitzung kommt es häufiger zu kognitiven Störungen mit Amnesien. Und die Amnesien sind häufiger retrograd als anterograd, aber beides ist möglich. Und die Patienten berichten auch öfters von Kopfschmerzen. Die Amnesien vergehen üblicherweise wieder nach ein paar Wochen. Trotzdem ist es natürlich eine sehr unangenehme Sache, die auch Einfluss nehmen kann auf den weiteren Behandlungsverlauf, sodass zum Beispiel erstmal die Behandlung pausiert wird. Aber trotzdem nochmal konkret, ist das nicht gefährlich? Das Behandlungsrisiko wird als gering klassifiziert. Die EKT wird streng überwacht,
in Deutschland insbesondere, ist einer der sichersten Eingriffe unter Narkose und das Risiko schwerer Komplikationen einschließlich Tod liegt bei etwa 1 zu 30.000. Die Mortalität liegt bei unter 2 auf 100.000. Die EKT ist somit eines der sichersten antidepressiven Therapieverfahren. Und die Risiken und Nebenwirkungen unterscheiden sich generell nach den Grunderkrankungen. Letale Komplikationen liegen meist in kardiovaskulären Komplikationen begründet, weshalb insbesondere das Narkoserisiko im Einzelfall gründlich abgewogen werden muss. Zum Nachlesen für eine ausführlichere Geschichte und auch die Anwendung kann ich sehr dieses Buch hier empfehlen. Das geht auf verschiedene Stimulationsverfahren ein, die wir alle hier auch in dem Seminar behandeln werden. Insbesondere das Kapitel zu EKT oder der Riesenteil des Buches zu EKT ist den Autoren sehr gut gelungen. Ansonsten findet man auch im übrigen Internet noch gute Literatur. Ich werde im Video unten in den Kommentaren auch noch andere Videos verlinken, die sich lohnen anzusehen, wie zum Beispiel auch Erfahrungsberichte von Patienten. Und da ist es interessant zu sehen, ich werde einen Link zu einer amerikanischen Patientin posten, die hat ganz traumatische Erfahrungen mit der Behandlung selbst gemacht. Da ist es leider nicht so gut abgelaufen. Im Gegensatz dazu gibt es einen tollen Erfahrungsbericht von einer, die ganz glücklich damit geworden ist. Das waren so die Grundlagen, aber natürlich wird auch laufend mehr Forschung zu EKT betrieben. Und zwei ganz interessante neuere Papers möchte ich da ganz kurz anreißen. Da gibt es Structural Plasticity of the Hippocampus and Amygdala Induced by Electroconvulsive Therapy in Major Depression. In diesem Paper haben die Forscher das Volumen von Hippocampus und Amygdala in gesunden Probanden in Patienten mit Depressionen untersucht. Die Patienten hatten vor der EKT verminderte Volumen verglichen mit den gesunden und nach der EKT hat das Volumen zugenommen. Und die Zunahme hing auch mit der Symptomverbesserung zusammen. Die Forscher fanden sogar heraus, dass die Hippocampusgröße vor der Behandlung mit dem Therapieerfolg später zusammenhängt. Das heißt, man kann durch die Hippocampusgröße einen Therapieerfolg schon abschätzen, was natürlich sehr vielversprechend ist. Und wie ich vorhin erzählt habe, gibt es ja einige Faktoren, die mit einer guten EKT-Wirkung zusammenhängen. Wirklich gut vorhersagen lässt sich der Therapieerfolg aber noch nicht. Aus dem eben vorgestellten Paper kann man eine mögliche Vorhersage über strukturelle Merkmale, in dem Fall Hippocampusvolumen, ableiten. In diesem zweiten Paper hier wird eine FMRT-Studie beschrieben, in der 45 Patienten mit Depressionen vor der EKT-Behandlung eine Ruhemessung gemacht haben. Basierend auf bestimmten Ruhenetzwerkaktivierungen konnte bei etwa 80% der Patienten der EKT-Behandlungserfolg vorhergesagt werden. Also 80% konnte man es vorhersagen, basierend auf einer simplen FMRT-Ruhemessung. Der Einsatz von solchen Biomarkern ist super vielversprechend, weil er langfristig unkompliziert und zuverlässig die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Therapie unterstützen könnte und die Patienten somit schneller die für sie beste Behandlung bekommen können. Somit beende ich meine Einführung in die EKT.